Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier? Wir testen jetzt die angeblich besten Krapfen in München. Wenn ihr Berliner sagt, lasse ich das auch noch durchgehen. Aber, Digga, es gibt Menschen, die nennen Krapfen oder Berliner Pfannkuchen. Leute sagen Pfannkuchen zu Berliner. Nee, Pfannkuchen sind sowas, was platt ist. Und Berliner sind diese mit Marmelade drin. Ihr kleinen Wichser. Kaffee Kustermann. Die gar nicht mehr. So, da haben wir sie. Schauen wir uns noch mal kurz an. Schmeckt wie Sand. Also von der Trockenheit her. Deswegen finde ich Cinnamon nicht schlecht. Alle, die Cinnamon schlecht reden, boah, overhyped ist das. Ja? Aber du musst betrachten, was es sonst gibt als Auswahl. Und zur Auswahl steht halt diese deutschen Zimtschnecken. Und die sind immer trocken. Immer. Gib mir einen saftigen. Digga, das hier. Wie Stein. Hier, komm. Ich hoffe, das ist ein saftiger Bissen. Ich hoffe es. Er sieht weich und saftig aus. Ich hoffe, die Krapfen werden besser als diese Zimtschnecke. So. 7 Stück haben wir. Also wer aus München kommt, der hat sicher schon mal von Café Kustermann gehört. Ich glaube, die haben auch irgendwelche Auszeichnungen gewonnen. Fangen wir erstmal mit dem hier an, ja? Weil der hat nicht mehr in die Box gepasst. Der wurde mit meiner Zimtschnecke, die nicht so geil war, transportiert. Schreibt unten in die Kommentare. Krapfen, Berliner oder Pfannkuchen? Ich will keine Pfannkuchen sehen. Hm. Noch keine Füllung erwischt? Weich, fluffig. Geile Konsistenz, geiler Boden. Aber auch hier, der Teig hat einen guten Eigengeschmack. Aber der Bissen jetzt ohne Füllung, muss ich sagen, ja, taugt nicht so. Mmh. Mmh. Wow. Dafür aber, der Bissen mit Füllung, krass. Wir haben noch ein paar zum Probieren. Ich kann den nicht jetzt verschlingen. Warum sind diese Deutschen und die Foodblogger so gehypt auf diesen Laden? Würde ich mir den Krapfen nochmal bestellen? Ich würde nicht extra dahin fahren, ich würde nicht extra vorbestellen. Aber wenn wir mal in der Nähe sind oder wenn irgendjemand da frühstücken, brunchen will, ich würde mir einen Krapfen dazu bestellen, ja. Das war übrigens Erdbeer. Wir machen mal weiter mit dem normalsten, okay? Da ist einfach oben Puderzucker drauf. Digga, ich will die Füllung erwischen. Gibt es irgendeinen Trick? Komplett falsche Seite. Ey. Oh. Da, wo die Löcher sind. Das ist der Trick. Ihr habt den Trick herausgefunden. Den Hack. Den Krapfen-Hack. Aber die Bissen ohne, die taugen nicht, Mann. Das ist nicht so wie ein Donut. Auch gut, die Füllung ist gut. Die Füllung überzeugt, das war Aprikose. Der sieht schon mal viel saftiger aus oben. Diesmal gewollt, dass ich keine Füllung erwische, damit wir halt den Vergleich haben. Mhm. Die Glasur ist stark. Dadurch war dieser Bissen jetzt auch süß und nicht nur teigig und dadurch besser. Hier ist das Loch. Mmh. Die Füllung ist schon geil. Mit der Glasur oben drauf. Mmh. Auf
Okay? Und die haben auch eine gute Konsistenz. Man merkt den Unterschied von dem zu einem normalen Bäcker, sag ich mal. Ich muss aber ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das Erdbeere war oder das Erdbeere. Und ich weiß nicht, was Hagebutte ist. Ich glaube, eins von denen ist Erdbeere, eins von denen ist Hagebutte. Das müsste Vanille sein. Digga, der ist um Weiten schwerer als alle anderen. Also ich erwarte eine Vanille-Creme-Füllung. Oh ja, ja, ja. Hier sieht man es auch schon. Die Vanille-Füllung. Boah. Puh. Oh mein Gott. Oh, da kommt ganz gefährlich. Ja, da kommt ganz gefährlich. Der nächste. King Wild Germknödel. Ich weiß nicht, was drin ist. Aber oben sieht es auch schon ein bisschen Germknödel-mäßig aus. Sonst, ja. Tatsächlich alle sehr unterschiedliche Preise. Die meisten so 3,50 ungefähr. Wir haben hier einen, der kostet 4,50. Das ist schon fast 50% mehr als alle anderen. Ein paar von denen kosten, glaube ich, 3,90 bis 4. Könnt ihr gerade nicht sagen, was das ist? Aber das oben zu viel Mohn. Offensichtlich soll es so schmecken, aber mir schmeckt es nicht. Füllung geil, aber kein Vergleich zu dem, was wir gerade hatten. Also, naja, der sieht auch krank aus, Leute. Schoko, mein Gott, hier. Boah. Oh shit. Der und Vanille. Oh mein Gott. Aber auch mächtig. Zum Glück haben wir den am Ende. Boah. Ich weiß nicht, ob ich den ganzen von denen verdrücken könnte. Schmeckt krass. Wirklich. Wirklich krass. Aber richtig schwer. Und jetzt kommen wir zum letzten. Der teure 4,50 Special Edition. Alle schwärmen von denen. Ich habe eine Kollegin, die meinte 100 von 10 Sternen, okay? Übertreib. Sie wohnt um die Ecke. Sie meint, die letzten Wochen hat sie sich den immer gegönnt. Glaubt ihr, der wird geil, Leute? Glaubt ihr, der wird besser als Vanille oder Schoko? Also oben sieht es schon mal sehr geil aus. Spannung steigt. Starkes, frisches Pistazienaroma. Und wer drauf steht, kann ich verstehen, dass er sagt, ey, der ist Hammer, der ist krass. Plus dieses hier oben, das ist geil. Es gibt nochmal Geschmack. Vor allem für die trockenen Stellen. Ich kann es nicht wiederholen, oft genug wiederholen, weil ja, das hasse ich an Krapfen. Waren das die besten Krapfen meines Lebens bisher? Tatsächlich, ja. Ach, was geht, Leute? Nachspeise. Es sind 2 Tage vergangen. Ich habe nur noch einen über. Den gönne ich mir jetzt als Nachtisch. Und ja. Waren gute Krapfen? Bin ich jetzt ein Krapfen-Fan? Nein, überhaupt nicht. Diese trockenen Stellen taugen mir immer noch nicht. Kaffee Kustermann. Kuss geht raus. Kann ich weiterempfehlen. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos auf, mir gerne auf Instagram und TikTok. Ja, Faschingszeit ist vorbei. Ciao.